Sein bekanntester Satz war wohl sein letzter: Ein Königreich für ein Pferd, so lässt William Shakespeare Richard III. Von England aus hofen. Dann schneidet er sich die Kehle durch, und das Haus Plantagenet ist Geschichte. So berühmt die Gestalt des buckligen Schurken in der Literaturgeschichte auch ist, so wenig ist über Richard in der Wirklichkeit bekannt. Umso bemerkenswerter ist daher die Nachricht britischer Archäologen, sie hätten auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters in Leicester das Skelett des Königs entdeckt. Dabei stützen sich die Forscher der Universität Leicester ausgerechnet auf das Zeugnis von Shakespeare. Die Knochen weisen markante Spuren einer Wirbelsäulenverkrümmung auf. Während Darstellungen Richards diesen als schmächtigen, aber drahtigen Herrscher zeigen, könnte der Fund belegen, dass Shakespeares Darstellung, der 79 Jahre nach dem Tod des Königs geboren wurde, keineswegs dichterischer Freiheit, sondern der Wirklichkeit folgt. Auch eine Pfeilspitze im Rücken sowie Schlagspuren auf dem Schädel verweisen für die Forscher auf eine Kriegsverletzung, die sich Richard in den zahlreichen Kämpfen seiner nur zweijährigen Herrschaft 1483 bis 1485 zugezogen haben könnte. Auch die Platzierung der Knochen im Chorbereich der Klosterkirche von Greyfriar weist auf einen hochgestellten Toten hin. Unsere Suche tritt in eine neue Phase ein. Der Überlieferung nach soll Richards Leichnam nach der Entscheidungsschlacht gegen Heinrich Tudor bei Boris am 22. August 1485 nackt zur Schau gestellt worden sein, um anschließend in diesem Franziskanerkloster bestattet zu werden. Unter Heinrich VIII. Wurde der Konvikt aufgelöst und geschleift. Wir sagen nicht, dass wir Richard III. Gefunden haben. Aber unsere Suche tritt in eine neue Phase ein, sagt Ausgrabungsleiter Richard Seele. Diese soll im Labor stattfinden, wo die Knochen mit denen von Richards ältester Schwester Anne von York verglichen werden sollen. In 3 Monaten sei mit dem Ergebnis zu rechnen, heißt es. Der Fund würde sich gut in die neuen Deutungen einfügen, denen der historische Richard III. Mittlerweile ausgesetzt ist. Danach war er gar nichts das blutrünstige Monster auf dem Thron, das Konkurrenten wie Verwandte gleichermaßen hinmetzelte. Vielmehr ist die Überlieferung durch die Propaganda der Sieger, der Tudors, geprägt, die jedes Interesse hatten, den Verlierer im Kampf um die Macht schlecht aussehen zu lassen. Ob aber der Knochenfund wirklich ausreicht, die Geschichte der Regierungszeit Richards neu zu schreiben, darf doch bezweifelt werden.